Fels. Kristallklares Wasser. Karge Landschaften mit kleinen Orten. Das ist Malta, ein beliebtes Ferienziel. Joseph Galia kennt die Inseln wie kein anderer. Täglich ist der Pilot über Malta unterwegs, meistens mit Touristen. Für ihn gibt es nichts Schöneres. Schon als Kind wollte ich Pilot werden. Das war immer mein Traumjob. Heute bin ich dort angekommen, wo ich immer hin wollte. Seine heutige Tour startet in Valletta. Die maltesische Hauptstadt blickt auf eine lange Geschichte zurück. Kaum eine andere Stadt wurde von so vielen verschiedenen Kulturen geprägt. Neben Arabern, Italienern und Franzosen haben vor allem die Briten hier ihre Spuren hinterlassen. Auch der Maltese Narsi Kalamata ist mit der britischen Lebensart groß geworden. Als wir noch Kinder waren, gab es für uns nichts, was wir mehr liebten, als uns samstags morgens die Wachablösung der britischen Soldaten anzuschauen. Und natürlich die der irischen und schottischen Soldaten mit ihren Dudelsäcken. Nachdem sich Malta ab 1947 selbst verwalten durfte, verließen viele Briten das Land. 1964 wurde der Staat unabhängig. Doch die kulturelle Vielfalt, sie ist bis heute geblieben. So ist die Landessprache, Maltesisch, eine Mischung aus Arabisch, Italienisch, Französisch und Englisch. Unsere Sprache gibt uns unsere Identität. Wir verstehen uns untereinander so gut. Das ist wie ein geheimer Code. Und deswegen kommen wir immer wieder hierher zurück. Auch die Küche ist von den unterschiedlichen Einflüssen geprägt. Michael Kauki hat sogar schon den maltesischen Präsidenten bekocht. Seit mehr als einem Jahr führt er ein Restaurant in einem kleinen Palast mitten in Valletta. Zwischen barocken Säulen und Stuckverzierung die Küche. Hier dreht sich alles um Fisch. Heute koche ich einen typisch maltesischen Fisch mit einer speziellen Soße aus Kapern. Eine traditionelle Tomatensoße. Das Kochen hat er von seiner Mutter und seinen Schwestern gelernt. Die wichtigste Zutat für Michael Kauki: Olivenöl. Das Öl spielt die größte Rolle im ganzen Essen. Wenn es ein gutes Olivenöl ist, dann spürt man es. Denn alle Zutaten entfalten sich miteinander. Gutes Olivenöl, das kommt von hier. Gozo, die Nachbarinsel, 15 Flugminuten von Malta entfernt. Seit Jahrzehnten wuchern hier wilde Olivenhaine. Doch erst seit 10 Jahren werden sie von der kleinen Firma Gozo Cottage bewirtschaftet. Die deutsche Margret Buadja weiß, wie der einzigartige Geschmack zustande kommt. Gozo und Malta, das sind so kleine Inseln, die haben ein hundertprozentiges Seeklima. Hier stehen die Oliven praktisch im Salz, weil rundherum das Meer ist. Und auch die Böden, das sind schwere Lehmböden, geben dem Olivenöl noch eine extra Note. Nur ein kurzes Stück von der Olivenfarm entfernt liegt eine der Hauptattraktionen Maltas, die Gigantia-Tempel, eine der ältesten freistehenden Tempelanlagen der Welt. Der Legende nach soll sie von Riesen in einer einzigen Nacht erbaut worden sein. Auch von oben sind die Ruinen gut sichtbar. Pilot Joseph Galia dreht eine Schleife. Unter ihm das blaue Fenster, eine natürliche Felsformation, die durch das Einstürzen zweier Höhlen entstanden ist. Das ist einzigartig, denn das blaue Fenster ist ein natürlicher Platz in einem großen, naturbelassenen Gebiet. Es ist sehr beliebt bei Tauchern. Tauchen, eine der beliebtesten Sportarten auf Malta. Die Regierung hat den Tauchschulen des Landes erlaubt, alte Schiffe zu versenken. Sie wurden vorher für die Taucher präpariert. Das Resultat? Überwucherte Wracks, bevölkert von Fischschwärmen. Für Pilot Joseph Galia geht es nun zurück. Schon morgen wird er wieder Touristen seine Heimat zeigen.